Ah, ihr seid ja schon da. Willkommen bei Sagenhafter Harz, heute in der wunderschönen Fachwerkstatt Stolberg. Von diesem Städtchen erzählt man sich eine Sage vom silbernen Nagel. Denn einst, da hatte ein Bergmann eine Grube, aber so sehr er sich auch mühte, er schaffte es nicht, sich auch nur ein klein wenig Glück und Reichtum daraus abzugewinnen. Ach, hätte ich nur etwas mehr Glück und wird vielleicht eine Silberader finden. Und wie er das beim Schaffen sich wünschte. Und grad Johanni war, da stand hinter ihm doch ein Geist. Dieser Geist, der sprach: Sag noch einmal, was du dir wünschst. Er wandte sich um, da stand eine lichte weiße Frauengestalt vor ihm. Gelbe, lange Zähne hatte sie, ein runzliges Gesicht und funkelnde Augen. Ich will doch nur, was alle wollen. Ein wenig Glück und ein wenig Reichtum und ein brandneues Auto vielleicht auch. Ah, sagte der Geist, du sollst dein Glück machen. Nimmst du mich zum Weib? Durch einen Kuss bin ich erlöst. Dann sollst du Glück und Reichtum bekommen. Er dachte sich, die Schönste ist es ja nicht. Ach, was soll ich tun? Hab ich doch jetzt gar nichts? Hab ich mit ihr ein bisschen mehr? Ich kann sie mir ja schön trinken. Oh, na gut, wo willst du den Kuss hinhaben? Er gab ihr den Kuss, da ward sie plötzlich wunderschön. Solch strahlend goldenes Haar hat er noch nie gesehen. Und ihre Form, wahrlich Gott selbst, hätte seine Freude an ihr gehabt. Und nur eine Auflage ward ihm zuteil. Er durfte nicht sagen, woher er sie hätte. Denn sonst wäre alles Glück verraucht. Nun ja, das würde er schon halten können, sagte er. Und sie nahm einen silbernen Nagel, steckte es in den Berg und sagte: Nimm dein Gezehe, schlag hinauf und du wirst eine Silberader finden, dass du dir ein solches Auto locker leisten kannst. Und fürwahr, er tat es. Die Silberader war freigelegt und von nun an musste er nicht einmal mehr arbeiten. Denn 10 Pochknaben konnte er sich halten und das Geld, das verprasste er in der nächsten Wirtschaft auf dem Stolberger Markt. Ha. Aber bald ward ihm die hübsche, geistreiche Frau zu viel. So ist es mit manchem Mann, der denkt, er wäre der Frau über. Und er konnte es nicht mehr hören, dass die Stolberger flüsterten hinter seinem Rücken: Was will denn diese Frau des Himmels mit solch einem Bergklops wie ihm? Saufen tut er und liegt nicht bei seiner Frau. Wer ist mein Weib? Ich würde 10-mal am Tage bei ihr liegen. Irgendwann ward's ihm zu viel. Er sagte: Wisst ihr verdammt nochmal, dass sie nicht des Himmels ist, sondern ein Kloß der Erde? Erlöst hab ich sie mit einem Kuss. Und ohne mich wäre sie nichts. Und wie er sagte, da war auch er nichts, denn all sein Reichtum und sein Glück und seine hübsche Frau, die lösten sich in Wohlgefallen auf. Und sein Stollen, den er den silbernen Nagel genannt hatte, der gab von da an kein Krumen Silber mehr. Vielleicht grabt ihr ja einmal nach oder besucht die Fachwerkhäuser, den Auerberg mit seinem Josefskreuz oder futtert, wie wir jetzt gleich, im Kanzler die sagenumwobenen Stolberger Lerchen. Kommt nach Stolberg, der Besuch lohnt.
Bis ganz bald bei Sagenhafter Harz.